Hey ho, hallo und herzlich willkommen zurück bei Amazing Grace Minecraft, was gerade im Hintergrund läuft, noch von der letzten Folge. Ja, es ist dunkel, wir legen uns in unser Bett und sehen mal wieder, oh, eine tolle Optivine-Version ist available. Und Custom NPCs ist available, das ist ja alles hervorragend, stört mich aber nicht. So, wir haben ordentlich, also ordentlich in Anführungszeichen, so ordentlich ist es jetzt auch nicht, wir haben eine halbe Folge damit verbracht oder eine Drittelfolge, ich weiß es nicht. Hey Schweinchen, wo sind eigentlich deine Kollegen? Es müssten mal ein paar mehr Schweine hier sein, wenn ich ehrlich bin. Das ist echt zu wenig. Ach ja, ich mag den Bauernhof immer noch irgendwie. Finde ich ganz nett. Das ist aber auch ein interessanter Baustil. Das Grundteil ist aus Holz und das Dach ist aus Stein. Fällt mir gerade erst so auf. Und das hier ist aus Sandstein. Also ich habe hier noch ein bisschen rumexperimentiert. Das Haus gefällt mir irgendwie ganz... Oh, da ist noch ein zweites Schwein. Aber ich habe gerade kein Weizen. Das ist natürlich doof. Oh, hier geht der Schatten von der Sonne. Also von unserem Eingangstor hier. Was immer noch im Vergleich zur Mauer daneben ein bisschen klein wirkt. Aber das ist ja völlig legitim. So, hier nichts Interessantes. Nein, habe ich eben schon geguckt, das letzte Mal. Aber ich gucke gerne nochmal. Ach ja, Iron Bars brauchte ich da oben für. Und da lag noch ein Eisenschwert aus alten Tagen. Ach, die guten alten Eisenschwerter, die man damals noch benutzt hat. Wo man zigmal auf irgendwas einschlagen musste. Das waren noch Zeiten, sag ich dir, damals. So, und damit das hier einfach nicht da drin verkommt, mache ich mal so, zack. Kann man ja machen. Ist ja nicht so schlimm, so Schwert umschalten, damit wir auch möglichst hier, wenn was kommt, es kaputt hauen können. Also wie gesagt, in Nether kann ich momentan leider nicht rein. Ich muss erst den Nether löschen und dafür will ich das erst ausprobieren, was passiert, wenn man den Nether löscht. Ob das so klappt, wie ich es in Erinnerung habe, wie man es früher machen konnte. Naja, jedenfalls, wenn ich da reingehe, sind wir tot. Also jetzt nicht, weil wir instant sterben, sondern weil wir instant von 40 Mobs oder wie auch immer der Counter da gezeigt hat, angegriffen werden. Und das ist natürlich relativ ungesund. Deswegen mache ich das nicht. So einfach ist das. So, die Bäume da hinten sind gewachsen. Das freut mich. Was denn mit dem Dark Oak da falsch verkehrt? Irgendwas stimmt da nicht. Der sieht sehr seltsam aus, wenn ich ehrlich bin. Aber ich will mir ja mal kein Urteil erlauben. Das soll man ja nicht machen. Voreilig urteilen. Das ist ja, spricht ja gegen die Devise. So, zack, zack und zack. Und dann kann man hier noch, zack, dann hat man eine kleine Aussicht auf das Teil da, auf den Brunnen. Ach, nicht Brunnen, auf den kleinen, weißt schon, auf den kleinen Teich. Das ist ja auch ganz schön, finde ich. So, hier kann man dann auch noch ein Fenster reinmachen und dann hat man das hier eigentlich so schon fertig. Und dann brauche ich gleich noch natürlich wieder das Glas. So, aber, ach, hier muss noch. Hier müssen ja eh gleich noch... Oh nein, ich muss bald wieder Holz fällen, wie ich das sehe. Nein. Aber naja, Holz fällen geht ja immer relativ flux, finde ich, wenn ich ehrlich bin. Und das ist ja immer ganz schön, ne? So, und weil ich jetzt hier so viel Wolle habe, bin ich auch ein bisschen übermütig und mache das mal gerade so... Nein, verdammt. Naja, sammle ich gleich wieder ein. Wahrscheinlich vergesse ich es eh. Aber die eine Wolle kann ich wohl verschmerzen, glaube ich. Das ist alles im Bereich des Möglichen, im Rahmen. Sagt man ja immer, das liegt alles im Rahmen. Ach ja, irgendwie Rahmen. Rahmen, ich mag das Wort nicht. Also es gibt ja, das ist ja ein Lebensmittel, Rahmen. Aber irgendwie mag ich das Wort nicht. Deswegen, ich war da auch immer mit Rahmschnitzels Name halt so ein bisschen. Ja, irgendwie war ich da, mochte ich nicht so gerne den Namen. Seine Videos eigentlich ganz gerne, seine Stimme auch und irgendwie seine Art auch. Aber den Namen, da konnte ich mich nicht mit anfreunden, wenn ich ehrlich bin. Ach ja. Erstmal wieder räusper machen. Das ist natürlich sehr wichtig. Genau. Muss hier so sein. Wollte gerade mich wundern, weil ich da ja bei den anderen den Rahmen nicht gemacht habe. Aber da ich sitze ja noch einen weiter unten an, ist ja die Sache. Wo ich dann gerade auch mal tatsächlich mein Dingens anheuern muss, also meine Kiste. Und hier, ich habe ja zack, zack und zack, dann haben wir da einen schönen Tisch
Wirkt jetzt ein bisschen vollgestellt hier alles, aber ist alles easy, meine Freunde. So, ich nehme nochmal gerade 3 Siblings mit. Die kann ich da ja dann irgendwo platzieren. Und das Glas nehme ich gerade auch nochmal mit. Das ist alles wichtig. So, den Teppich brauche ich aber gerade nicht. Light Grey Wool auch nicht. Rote Wolle brauche ich gerade auch nicht. So. Dort setze ich alles mal hier hinten hin. Das ist relativ important, ne? Dass wir hier auch wieder ein bisschen Sprucewood haben, damit wir auch ein bisschen damit was machen können. Ach ja, die Workbench ist ja drin. Warum laufe ich raus? Wahrscheinlich, weil ich so gewohnt war, immer rauszulaufen, um was dafür zu kriegen. So, zack. 40 Treppen. Ich mache mir mal noch ein paar. So, zack. Und so. So. 52. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, reicht es halt nicht. Aber so ist das dann. So, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Soll ja nicht zu hoch sein, das Ganze hier. Also zu hoch wirken. Deswegen kommen die Treppen hier so unten dran. Das ist der kleine Trick, den ich da mache. Damit das Haus zwar dennoch eine gewisse Höhe hat, aber nicht zu dingens wirkt. Zu hoch. Weil zu hohe Häuser hier mag ich nicht. Mag ich generell nicht so gerne. Ich baue immer lieber eher so kleine, sehr kleine, eher so Apartment-mäßig Einfamilienhäuser. So, zack. Ist natürlich blöd, dass das da jetzt übergreift, aber kann ich nichts ändern. Und hier muss ich das dann so machen. So, zack. Und dann muss ich da noch irgendwie drauf gerade. Mit Dirt am besten. Das ist wohl die einfachste Methode, wie immer. Zack. So, hier. Okay. So, 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 so. Natürlich reicht es nicht. Hätte ich auch vorher mir denken können. Aber man denkt es sich ja natürlich dennoch nicht. So, zack und zack. Und eigentlich, man könnte sagen, es würde jetzt reichen, aber ich würde gerne hier dann noch ein bisschen weitermachen, damit das einfach nicht so planar ist. Hier könnte man das eigentlich auch noch machen. Ja, ich denke, hier mache ich das auch noch. Dass ich hier... So, das ist 3 breit. So, das heißt, ich mache das auch 3 breit dann tatsächlich. Ich denke, das ist ganz gut. Probiere ich jetzt einfach mal. Dann kannst du ja immer noch umändern, wenn es nicht so ganz dürfte ist. So, zack. Zack. So. Und da kann man das ja sogar da drunter lassen. Das ist ja gar kein Problem, dass hier unten da noch was dran ist. Oder soll man das machen? Ich glaube, nee, ich glaube, das mache ich dann gleich noch weg. Zack, zack, zack. Das kommt alles weg, weg, weg. Oh, wieder erst bei 8 Minuten. Also ich habe in letzter Zeit das Gefühl, ich bin schneller. Also, die Zeit vergeht schneller, aber irgendwie tut sie das doch nicht. Was sehr löblich ist, weil man dann mehr schafft gefühlt und mehr Zeit hat gefühlt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr positive Entwicklung der Zeitverhältnisse. Ja, ja. So, das haben wir dann so. Und dann machen wir das gleich noch, wenn ich mir ein paar mehr Stairs gecraftet habe. In meinem kleinen Haus hier, in meinem kleinen Kapuff. So, hupsa, wo habe ich die denn her? Ja. Naja, irgendwoher werde ich sie schon haben. Woher auch immer. So, dann habe ich jetzt wenigstens wieder ein bisschen welche übrig. Die Slabs brauche ich, da brauche ich auch noch wahrscheinlich ein paar mehr. Das heißt, da muss ich nochmal zack und so, 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 so. Das dürfte aber reichen hier. 56 müsste vollkommen reichen, glaube ich. Hoffe ich. Naja. Wird schon. Wird schon, wird schon. So, so, so. Die Fackeln brauche ich gerade nicht. So. Ist nur ein bisschen anders da, ne? Ich glaube, da muss man das hier dann wegmachen. Damit das besser aussieht. Damit das nicht ganz so flach wirkt. Ich denke, das ist besser. So. Zack. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das da oben dran bringen. So, genau. Auf diese Weise. Und
nicht anders. So. Hier kommt dann vielleicht noch ein bisschen weiter so. Das hier kommt so, genau, auch auf diese Weise. Und dann kommt das hier so alles. Boah, gerade so geschafft. Okay, und dann kommt das hier zu. Und dann haben wir das. Und ich sollte mich gleich schlafen legen. Das ist auch wieder gar keine Frage, weil sonst kommen die Monstren. Aber hier im Haus werden gleich eh Monstren spawnen können, weil es da gleich sehr dunkel sein wird. Wenn das Dach erstmal fertig ist. Das heißt, ich müsste da eigentlich gleich mal Fackeln platzieren. Aber ich bin ja sehr, sehr sparsam, was alles angeht, alle Ressourcen, dass ich auch mit Fackeln häufig geize. Wo eigentlich mehr sein soll. Aber zu viele Fackeln sehen auch wiederum ein bisschen seltsam aus, ehrlich gesagt. Das wirkt dann so völlig oversized. Und deswegen mache ich das auch nicht gerne. Aber ich bin mir halt immer unsicher. Und ich habe gerade das Gefühl, oh nein, der Mond geht auf. Der Mond, der gerade noch hell leuchtet. Das ist ja interessant. So, okay. Jetzt schnell, ist nämlich schon 19 Uhr jetzt. Jetzt können, glaube ich, Monster spawnen. Wenn ich mich nicht täusche. Sobald man den Mond sieht, ich weiß es aber nicht mehr, ehrlich gesagt, ab wann der das Lichtlevel auf dem Niveau ist, das Monster spawnen können. Ich habe keine Ahnung, meine Freunde, keine Ahnung. Sollte jetzt übrigens nicht heißen, weil ich das mit einem pseudo-russischen Akzent sage, dass Russen keine Ahnung haben, sondern ich habe einfach, ich spiele gerne mit der Stimme, wie ihr wisst. Auch wenn da nicht unbedingt immer viel bei rumkommt, aber ich mache es trotzdem gerne. Das ist eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft fürs Leben, meine Freunde. So, dann hier war auch noch zack, zack. Und dann brauche ich tatsächlich noch ein paar mehr. Das hier kann wieder weg. Das komische Erdkonstrukt, was ich hier einst baute vor langer Zeit. Als man noch jung war. Ja, langsam wächst das hier. So, was wollte ich machen? Ach ja, Glas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann super so schnell klicken. Ich klicke schneller als mein Schatten, wie man gerade gemerkt hat. Dass das Spiel gar nicht hinterhergekommen ist, so schnell wie ich geklickt habe. Ne, es ist, oh, vielleicht mal was futtern. Wäre vielleicht ganz gut. Nicht wahr, meine Damen und Herren? So, zack. Hä? Was habe ich denn da gemacht? Hopp, hopp, hopp. Auf jeden Fall habe ich es falsch platziert, merke ich gerade. Aber das macht ja nichts. Oh, da muss ich tatsächlich noch... GG. Ja, toll. Was? Schlafe mein Kindchen, Kindchen, schlaf ein. Das mache ich jetzt aber mal nicht hier. Das hat mich jetzt irgendwie überrascht. Aber soll wohl so sein, dass es mich überrascht. So, zack, zack, zack. Und dann hätten wir das Haus hier auch soweit fertig. Jedenfalls von außen. Von innen muss natürlich auch eingerichtet werden. Das ist gar keine Frage. So, ich brauche auch immer noch einen Eimer. Und ich will mir keinen neuen craften, damit ich hier ein bisschen weitermachen kann. Hier mache ich aber dennoch mal eben gerade die Slabs hin. Einfach damit das nicht ganz so grün ist später. Finde ich ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, soll man hier noch so einen Trampelpfad machen? Gibt es nicht auch mittlerweile... Ja, es gibt die Erde, ne? Cursed Dirt, ne? Kann man sich die craften? Weiß ich halt nicht, ob ich die machen soll. Bin ich mir unsicher, ehrlich gesagt. Deswegen mache ich sie einfach mal gerade nicht. So, der Baum wirft auch seine Schatten und ich brauche dringend Glowstone. So, dann richte ich erstmal das Haus hier ein. Ich brauche ein paar Betten. Und eine Workbench auf jeden Fall. Dann kann ich da auch alles gleich selbst drin machen. So, hier. Das hätte ich zwar auch das Dark Oak Holz nehmen können, weil ich davon mehr habe, aber man muss es ja nicht. Man muss es nicht. So, angenommen, man... Nein, da nicht. Man macht das hier dann so. Dann hier so, so. Dann hier macht man noch ein bisschen eine kleine Küche wieder, damit man da ein bisschen Diversität hat. Das ist doch eigentlich ganz schön. Und dann kann man hier ein paar Sitzgelegenheiten machen. Ne, hier vielleicht einen etwas größeren Tisch. Da hat man dann ordentlich Platz zum kräftig Schlemmen. Wo ich natürlich jetzt die Zäune mal wieder, die Dingens mal wieder nicht mit habe. Hier kann man Dingens machen,
einen kleinen Baum wieder. Und dann mache ich mir nochmal zwei Betten. Ist auch wichtig. Betten darf man nicht unterschätzen, meine Freunde. So zack und zack. Ob es wohl jemals andere Betten geben wird, also verschiedene Betten, das ist so die Frage, die ich mir stelle und wahrscheinlich so schnell nicht beantwortet kriege. Naja, so, dann kann man hier eigentlich so ein Abstell... Hier kann man, ja wie gesagt, so, zack, da hat man dann so einen kleinen Abstellriegel. Dann haben wir das Haus eigentlich auch schon eingerichtet, das ging ja schnell. Sonst tue ich mich immer so schwer damit. Ich meine, es ist jetzt kein Kunstwerk. Das weiß ich selber, aber man sollte auch nicht zu viel erwarten, ne? Weil ich bin ja jetzt kein Designer. Ich bin kein Architekt und kein Artist in irgendeiner Form. Das heißt, das, was ich hier mache, ist natürlich häufig sehr primitiv, sag ich mal. Aber dennoch mit Liebe gemacht. Und Liebe ist, denke ich, auch ein bisschen was, was da mit reinzählt, wie es am Ende wirkt, denke ich. Hoffe ich. So. Ich ärgere mich immer noch darüber, dass wir keinen Glowstone haben. Das ärgert mich gerade wirklich. Da müssen wir hier auch noch einrichten. Ich brauche erstmal Fackeln. Los Fackelos. Ich mache mal einfach mal aus den gesamten Sticks gerade. Dann habe ich wieder 43. So, mache ich mir mal ein paar neue Sticks. Zack. So. 32 ist jetzt auch nicht die Welt, aber... So, zack, 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 zack und zack. Hier in der Mitte spawnt hoffentlich auch nichts. Ich hoffe einfach mal. Ich weiß es natürlich nicht. So, dann kann man ja eigentlich, wie macht man das? Macht man hier die Sitzecke oder macht man da die Sitzecke? Und da die Küche oder hier die Küche? Ich glaube, ich mache hier die Sitzecke. So. Zack, 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 zack. Das ist vielleicht ein bisschen groß, das heißt, ich mache das mal ein bisschen kleiner. Aber dafür haben wir halt hier einen großen Tisch, wo dann alle festlich speisen können. Das ist ja ein bisschen größer, das Haus. Da braucht man natürlich auch einen größeren Tisch, das ist gar keine Frage. So, das Fenster da ist natürlich eigentlich ganz schön, aber irgendwie auch blöd vom Aspekttechnischen her. Weil man, upsa, weil man da schlecht dann... So, da hat man dann ein bisschen wenig Platz beim Langgehen, aber das ist, denke ich, auch okay. So, So, dann machen wir hier noch einen Steinzaun hin. Machen wir hier mal das weg und machen da auch Slabs hin und dann mache ich da gleich noch eine andere Fackel hin. Das war falsch. So, hier kommt die Fackel dann halt ein bisschen höher. Ich bin gerade noch nicht so ganz zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Aber wahrscheinlich, weil ich das hier einfach so schnell hintereinander mache. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir nicht mehr Zeit nehme. Aber ich glaube, wenn ich mir mehr Zeit nehmen täte tun, dann würde nicht viel anderes bei rumkommen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen ist das eigentlich, denke ich, gar nicht mal so verkehrt, dass ich das hier relativ schnell mache. Ne? Würde ich jetzt mal vermuten. So, zack. Ich mache mal hier eben... ein paar Teppiche. So, dann hat man hier ein bisschen was Leichteres zum Gehen. Hier kann man noch irgendwie ja wieder einen Baum oder sowas hinmachen, damit man da ein bisschen was hat, ne? Dann haben wir das Haus eigentlich auch schon fertig. Ja, ist halt ein bisschen rustikal immer, ein bisschen rustikal, aber ich denke, das ist in Ordnung. Ich weiß halt nicht, ob das mit dem Cobblestone hier so aussieht in der Küche. Das so deftig ist, aber... Da könnte man eigentlich es versuchen mit Treppen, aber das jetzt so aussieht, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Deswegen lasse ich es einfach. Wir können da natürlich auch einfach ein kleines Fenster machen. Wir können aber auch das große Fenster lassen und einfach das so lassen, wie es jetzt gerade ist. Ist ja auch nicht verkehrt. Bin mir unsicher. Ich werde da einfach nochmal drüber schauen und dann werde ich entscheiden, ob ich das so lasse oder nicht. So, hier kommt dann auch noch ein paar Teppiche hin, damit man da vorm Bett, wenn man morgens aufsteht und noch keine Schuhe anhat, damit man sich da nicht den Tod holt, wenn man mit Barfuß da drauf läuft. Das ist natürlich relativ wichtig, würde ich mal sagen. So, das kommt hier wieder rein und dann habe ich... Nee, ich habe ja gar keine...
Leaves mehr. Ja, ich kann ja eigentlich von dem Baum da hinten ein paar Leaves nehmen, ne? Ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Ach ja, aber ich glaube, das machen wir alles in der nächsten Folge. So haben wir dann tatsächlich in 3 Folgen einiges geschafft, denke ich. Also das hier, die Bäume sind natürlich nur so lange, wie man hier gerade baut. Ist gar keine Frage. Aber doch, dann haben wir hier in den 3 Folgen das Haus hier soweit gemacht. Ich glaube, da muss ich das hier nochmal durch die... Ich glaube, das mache ich sogar. Das ersetze ich nochmal durch... dass da nochmal Treppen drauf sind. Muss ich das jetzt zwar wieder alles abbauen. Wobei, ich kann es auch hinter von drin abbauen. Ich glaube, das geht einfacher. Zack. Nein, das war falsch. Nein, das war falsch. Hier muss dann das weg. So, und dann kann man das hier einfach... Nein, verdammt. Aber so schlimm ist es ja jetzt auch nicht. Gut, dann schließe ich die Folge wieder an einem Abend ab, wie ich die meisten Folgen irgendwie abschließe, habe ich so den Eindruck. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. So, zack, 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 zack. Zack, zack, was habe ich da gemacht? Hä? Irgendwie war ich wohl drunken. Ein drunken Hutsman war ich. Wobei, eigentlich kann man die Decke weiterhin so tief lassen. Das muss ja irgendwie nicht hier so jetzt groß sein. Ja, kann man so lassen. Ist zwar ein bisschen Fusch beim Bau, aber es sieht ja keiner, ehrlich gesagt. Und das ist auch dann wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Dann sieht es jetzt so aus. Da oben ist noch irgendwas falsch, sehe ich gerade. Ach, da ist die Treppe. Hat sich anders connected, weil ich vergessen habe, eine abzubauen. Dann haben wir jetzt hier die kleinen Häuser so. Ich glaube, das hier möchte ich... Das ist mir ein zu großes Fenster. Das möchte ich durch ein kleines ersetzen. Ich habe zwar eigentlich noch die Silk Touch Spitzhacke dabei, aber warum ich sie nicht benutze, frag mich nicht. Ich weiß es nicht. So, finde ich besser gleich. Da kann man es vielleicht auch machen. Ich lasse es aber erstmal so. Dann haben wir hier die kleine Gegend. Ja, ja. Dann haben wir ja schon mal ein bisschen was. Ich glaube... Ja, ich ändere das. Das sieht doch nicht so aus mit dem fetten Fenster. Da mache ich mir lieber ein kleines... Nein, das war falsch. So, zack, zack. Das hier kommt auch natürlich mit. Da mache ich mir lieber ein kleines Fenster rein. Finde ich, glaube ich, besser. Werde ich ja im Endeffekt nochmal sehen. So, zack, zack, so. Ich glaube, das finde ich so besser tatsächlich. Ja, bin ich der Ansicht. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Die Folge kommt ja wahrscheinlich wieder morgens oder so. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich wollte gerade F5 drücken. Warum auch immer. Naja. Oh, da seht ihr jetzt alle Details, die eigentlich gar keine Details sind. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.